Hallo, guten Morgen. Was für ein schöner, ruhiger Tag heute, nicht? Hoffentlich bleibt er so, dann komme ich endlich mal zum Lesen. Herr Lustig, Herr Lustig, Herr Lustig! Herr Lustig, haben Sie schon gehört? Im Bärstädter Wald, eine Expedition. Eine Expedition? Bei uns im Wald? Ja, Bären. Die wollen Bären bei uns im Wald fangen. Bären? Herr Paschulke, wir leben zwar in Bärstadt, aber hier hat es doch schon lange keine Bären mehr gegeben. Sind nicht Erdbeeren, Brombeeren, Eidelbeeren. Braunbären! Die wollen Braunbären fangen! Mit Fallen! Herr Paschulke. Ich habe es gerade selbst gehört. Eine junge Frau aus dem Expeditionsteam hat kiloweise Honig gekauft. Damit wollen sie sicher die Bären anlocken. Das sagt gar nichts. Honig kann doch jeder kaufen. Sie müssen es ja nicht glauben. Aber ich bin schneller als die. Ich werde den Bären fangen. Sie werden sich noch wundern, wenn in der Zeitung die Schlagzeile steht. Paschulke, der große Bärenfänger von Bärstadt. Paschulke, der große Bärenfänger von Bärstadt. Paschulke, 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 Paschulke. Ein Paschulke geht keinem Abenteuer aus dem Weg. Niemals! Bären in Bärstadt. Was für ein Unsinn. Es sei denn, es ist vielleicht einer aus dem Zoo ausgebrochen. Immerhin möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ansonsten kommen doch Bären hierzulande gar nicht mehr vor. Na, Moment, gleich wissen wir mehr. Ja, mein Bärenbuch. Hier habe ich doch neulich noch was gesehen. Hier, ja, das ist der letzte deutsche Bär. Geschossen 1835 von einem bayerischen Jäger. Ja, seitdem sind Bären hier ausgerottet. Nee, Moment, hier steht noch was. In den Alpen hat man welche gesichtet. Anscheinend eingewandert aus dem Osten. Hm. Naja, aber hier sind sie doch noch nicht, ne? Oder vielleicht doch? Naja, also in den Alpen und auf dem Balkan, da gibt es noch Braunbären. Oder sollte ich sagen, wieder Braunbären. Denn sie waren ja kurz vor dem Aussterben, die Petze. Wir haben ihnen den Platz weggenommen. Mit Städten und Dörfern und Autobahnen. Und jetzt versucht man sie irgendwie wieder heimisch zu machen. Na, warum nicht? Sicher, es sind gewaltige 5-Zentner-Tiere mit Bärenkräften. Aber sie sind freundlich, wenn man sie nicht stört. Und schließlich, was brauchen sie denn schon? Ein bisschen Platz und was zu fressen. Und da sind sie sehr bescheiden. Sie fressen alles. Schnecken, Käfer, Kleingetier. Und das stöbern sie meist mit ihrer guten Nase auf. Sehen können sie nicht besonders gut. Bären lieben Bären auch. Auch Obst wird gern gefressen und sogar Würmer. Und die Insekten und Maden unter der Baumrinde. Ein Jäger ist der Bär nicht gerade. Er hat's lieber gemütlich und frisst am liebsten das, was nicht so schnell wegläuft. Wenn's aber sein muss, kann er sehr schnell sein. Schneller als ein Mensch, 50 Stundenkilometer. So angriffslustig ist er aber nur, wenn er sein Revier verteidigen muss. Und das hat er schon vorher markiert, mit Kratzspuren an den Bäumen. Naja, gekratzt ist gut, das war schon ein ziemlicher Prankenhieb. Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit, auch für den Bären. Er muss sich jetzt einen ordentlichen Winterspeck anfressen. Ja, besonders die Bärin, denn die ist höchstwahrscheinlich schwanger und sucht sich jetzt ein Winterquartier, eine Höhle für den Winterschlaf. Naja, das heißt, ein Winterschlaf ist es eigentlich nicht, es ist mehr so ein Winterdämmern, eine Winterruhe. Und während es draußen schneit und friert, liegt die Bärin also in ihrer Höhle, die ist gut ausgepolstert, atmet nur 1 bis 2 Mal pro Minute und kriegt dann im Januar, aber nur, wenn sie im Herbst genug gefressen hatte, Junge.
zwei bis drei fast nackte blinde Bärchen. So groß wie Meerschweinchen. Und total hilflos. Die Kleinen wachsen jetzt schnell, denn Bärenmilch ist nahrhaft und fett. Und wenn es Frühling wird und sie zum ersten Mal aus ihrer Höhle kommen, sehen sie schon aus wie die Alten. Nur eine Nummer kleiner. Und wie alle jungen Tiere sind sie verspielt und neugierig. Aber dabei lernen sie, sich im Wald zu bewegen und sich zu ernähren. In ein paar Jahren wird er nicht mehr so hochklettern können. Ich wünsche ihm aber, dass er dann immer noch genügend Bäume um sich herum hat. Ja, es sind ja schon Urviecher, diese Bären. Und die soll es wirklich hier geben, im Bärstädter Wald? Das Beste wird sein, ich gehe selber mal auf eine Expedition. Ja, vielleicht entdecke ich ja was. Von Bären keine Spur. Dabei müssten Bärenspuren doch leicht zu entdecken sein. Denn Bären sind die einzigen Vierbeiner, die so laufen, nicht? Mit der ganzen Handfläche. Ja. Hunde und Katzen und alle anderen, die gehen ja so, auf Zehenspitzen sozusagen. Nicht? Aber Bärenfußabdrücke müssten breit sein und deutlich. Aber nichts zu entdecken. Ah, Moment. Abdrücke. Ja. Die Größe könnte stimmen. Abstand auch. Ja. Ja. Ein seltsames Profil hatte der Bär. Ein Bär mit Gummistiefeln. Ein Gummibär. Ach, entschuldigen Sie, Sie hängen Ihre Wäsche auf, so mitten im Wald? Ja, ich fange damit braune Bären. Ach, Sie gehören zur Expedition. Was meinen Sie mit Expedition? Na, eine Gruppe von Leuten wollen Bären fangen. Hier mitten im Bärstädter Wald. Woher haben Sie denn diese Geschichte? Von meinem Nachbarn. Der hat sie beim Einkaufen gehört. Übrigens, ich heiße Lustig. Peter Lustig. Lehmann, Meyerhold, Ursula. Ich bin Biologin. Biologin? Aha. Ja. Ich bin die Expedition. Wie, Sie sind die Expedition? Ich alleine. Mit allem, was dazugehört. Expeditionsleiterin, Fallensteller, Träger, Treiber, alles in einer Person. Mhm. Wissen Sie, Herr Lustig, dieses Jahr ist ein besonders gutes Jahr für braune Bären. Mhm. Warten Sie ab. Morgen früh zeige ich Ihnen die ersten Exemplare. Ja, aber sagen Sie mal, Sie fangen die ganz alleine, die Bären? Hier mitten im Wald? Ich meine, haben Sie keine Angst? Wenn Sie wollen, lade ich Sie ein. Heute Nacht, hier auf der Lichtung. Zum Bärenfang. Dann werden Sie alles sehen. Die weißen Tücher hängen nicht ohne Grund hier. Ja, ich weiß nicht. Keine Angst, es passiert nichts. Versprochen. Naja, wenn Sie meinen. Sie kommen doch, oder? Ja, ich komme. Ist vielleicht auch besser so. Wenn es hier wirklich Bären gibt, dann sollte eine junge Frau nicht nachts alleine, weil, da muss schon einer aufpassen, nämlich ich. Ja. Naja, so schnell wird man Expeditionsmitglied, ne? Wenn das der Nachbar wüsste. Tja, aber
Seltsame Fangmethoden hat sie ja, ne? Diese Naturfroscherin. Mit ihrer Wäsche will sie Bären fangen. Vielleicht sind es Waschbären. Ja, da oben. Mhm. Das ist einer. Der Langschwänzige mit der Ganovenbrille. Hat den ganzen Tag auf dem Baum verpennt und geht jetzt frühstücken. Eigentlich ist es ein Einwanderer aus Amerika. Irgendwann ist er wohl aus einer Pelztierfarm entflohen und fühlt sich jetzt auf der deutschen Eiche wie zu Hause. So, jetzt das Frühstück. Nee, erst waschen. Waschen? Ein Bär? Irrtum, er wäscht nicht. Er sucht unter Wasser nach Essbarem. Mit seinen empfindlichen Pfoten tastet er im Wasser unter den Steinen nach Larven und Krebsen. Das sieht aus wie Waschen. Na bitte, heute gibt's sogar Fisch. Wenn man Männchen macht, hat man einen besseren Überblick und kann eher weglaufen. Und das ist auch nötig, wenn man ein Waschbär ist im fremden Land. Dann ist man nicht bei allen beliebt. Bei Hunden nicht und nicht bei Vogelfreunden. Denn Jungvögel und Eier schmecken auch sehr gut. Getreide ist auch sehr nahrhaft. Naja, der Bauer hat ja noch genug davon und man muss es vorher nicht waschen. Was sucht diese dunkel maskierte Gestalt nachts auf einer Parkbank? Ist das ein toter Briefkasten mit einer geheimen Botschaft im Papierkorb? Nee, ein Wurstzipfel und ein angebissenes Brot. Waschbären mögen alles. Und Menschen werfen einfach zu viel weg. Deshalb glaube ich auch, dass es in Zukunft immer mehr Waschbären geben wird. Na, mir soll es recht sein. Ob die Waschbären auch so gerne große weiße Laken waschen? Na, ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Naturforscherin. Herr Lustig, kommen Sie, helfen Sie mir! Was ist denn nun schon wieder los? Da haben Sie einen schönen Fang gemacht, Herr Nachbar. Sehr witzig, Herr Lustig, wirklich sehr witzig. Ja, wirklich witzig. Ist das eine Entfesselungsnummer oder was? Helfen Sie mir lieber mal hier raus. Ja, mache ich ja schon. Sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich vor mit diesem Netz hier? Fische fangen oder was? Unsinn. Ich gehe auf Bärenjagd. Auf Bärenjagd? Mit diesem Häkeldeckchen zerfetzt doch der Bär mit einem Prankenhieb. So, wie würden Sie denn Bären fangen? Ich? Ein Braunbären oder was? Ja. Ja, ich würde eine tiefe Grube graben. Das Netz drüber, darüber Zweige und dann überall Honig in die Grube. Dann die Spuren verwischen und warten, bis der Bär kommt. Genau so wollte ich es auch machen. Sehen Sie mal an. Naja, vielleicht treffen wir uns ja noch. Ich habe mich nämlich der Expedition angeschlossen. Was? Sie haben sich der Expedition angeschlossen? Ja. Und dazu brauche ich noch was ganz Spezielles. Wo hätte ich denn da? Ich glaube da. Ja. Ja. Mein alter Teddybär. Ihr habt auch sicher so einen, ne? Er geht noch. Ja. Na komm, setz dich mal daher. So. Ich suche was anderes. Das war doch hier irgendwo. Muss doch hier sein. Ah, hier ist es. Ja. Das braucht man unbedingt bei einer Bärenexpedition. Ich hoffe nur, dass es nicht solche Bären sind, die im Bärstädter Wald. Weiße nämlich. Eisbären. Erstens hätte ich dann die falsche Ausrüstung und zweitens, naja, diese Pelzbrocken können 8 Zentner schwer werden und 2 Meter hoch. Mit denen würde ich mich nicht gerne unterhalten. Mit dem schon eher. Mit einem Panda. Der ist zwar auch nicht gerade zierlich, aber vegetarisch freundlich.
Ich würde ihm einfach eine Portion Bambusblätter anbieten. Nur die frisst er nämlich. Und natürlich mit Stäbchen, denn er lebt in China. Da, wo der zarteste Bambus wächst, in grünen, nebligen Tälern. Nicht weit weg davon, in Indien, lebt dieser zottelige Typ, ein Lippenbär. Hat große Füße, eine lange Schnauze und ernährt sich von Kleingetier und Gemüse. Ist auch freundlich, wenn man ihn nicht ärgert. Na, und diese hier sind ja die bärigsten Bären überhaupt, die Alaska-Bären. Die fressen auch alles Mögliche, am liebsten aber Fisch. Selbstgefangenen frischen Fisch. Aber was ich hier so erzähle, könnte ich genauso gut singen. Im eiskalten Norden von Amerika stehen braune Riesen ganz aufrecht da. Es sind Bären und 3 Meter hoch von Kopf bis Fuß. Und am liebsten mögen sie Apfelmus. Nur einmal im Jahr gibt's nen Festtagsschmaus. Da angeln sie Lachs aus den Bächen heraus. Honigsüße Schleckermäuler, bärenstark, doch friedlich. Kuschelige Kraftpakete brummen und sind niedlich. Ja, wir lieben Bären sehr, doch hier gibt's leider keine mehr. Doch hier gibt's leider keine mehr. Um den Nordpol herum, im Schnee und im Eis, da gibt es noch Bären, die sind ganz weiß. Sie harren aus bei Frost und bei Sturm. Es gibt kein Honig, kein Lachs, noch nicht mal einen Wurm. Doch Seehunde gibt es, nahrhaft und fett. Und der Bär kriegt einen warmen Mantel aus Speck. Honigsüße Schleckermäuler, bärenstark, doch friedlich. Puschelige Kraftpakete brummen und sind niedlich. Ja, wir lieben Bären sehr, doch hier gibt's leider keine mehr. In China, da lebt ein seltsamer Bär. Der hätte es am Nordpol ziemlich schwer. Denn der Panda, schwarz-weiß und von freundlichem Wesen, isst nur mit Stäbchen, wie die Chinesen. Kaut auf Stängeln aus Bambus den ganzen Tag. Und das ist das Einzige, das er mag. Honigsüße Schleckermäuler, bärenstark, doch friedlich. Kuschelige Kraftpakete brummen und sind niedlich. Ja, wir lieben Bären sehr, als Teddy und als Gummibär. Als Teddy und als Gummibär. Alles fertig. Eine tolle Bärenfalle. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer der bessere Bärenfänger ist. Jetzt können die Bären kommen. Honig.
Keine Angst. Ich bin's. Ich habe mich nur verkleidet. Wenn's hier nämlich Bären gibt, dann denken die doch, ich wäre auch ein Bär. Und dann tun sie mir nichts. Dann kann mir nichts passieren. Und dem Fräulein auch nicht. Ach, Moment, ich will Sie ja nicht erschrecken. Muss ich erst mal den Kopf abnehmen. Was war das? Ich krieg das nicht ab, Himmel noch mal. Was? Ein Bär, tatsächlich. Das muss in die Zeitung. Das gibt eine Schlagzeile. Paschulke rettet junge Frau aus den Fängen des Bären. Na, endlich. Tut mir leid. Ich habe mich nur verkleidet als Bär, damit uns nichts passiert. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Das ist Ihnen aber gelungen. Sie haben mich ganz schön erschreckt. Das kam von da. Ja. Hilfe! 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 Der Herr Paschulke. Na, haben Sie was gefangen? Machen Sie keine Witze, Herr Lustig. Helfen Sie mir lieber raus. Ja, ja. Komm ja schon. Ja. 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 Ja, na, kommen Sie raus. Hm, kommen Sie. Oh, Herr Lustig, wie sehen Sie denn aus? Ich? Wieso? Ach so, ich bin verkleidet wegen des Bären. Ist er weg? Wer? Na, der Bär, der die junge Dame bedroht hat. Womöglich laufen hier noch viele von diesen Biestern rum. Oh ja, die sind hier überall, die schwirren durch die Nacht. Und in diesem Jahr sind besonders viele geschlüpft. Geschlüpft? Geschlüpft. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Hier, braune Bären. Ach was? Schmetterlinge? Ja, es sind Nachtschmetterlinge. Ich locke sie mit Licht an. An den weißen Tüchern versammeln sie sich. Und dann kann ich einschätzen, wie viele es in diesem Jahr etwa sind. Ich habe gar nicht gewusst, dass es so kleine braune Bären gibt. Die meisten kennen sie auch nicht. Sie werden erst nach Mitternacht aktiv. Und tagsüber halten sie sich versteckt. Ja, und wieso heißen die ausgerechnet Bären? Ja. Das sind die Raupen dieser Schmetterlinge. Und? Erinnert Sie das an was? Die sind so stachlig und so haarig, wie bei mir zu Hause mein Fußabtreter. Ja, der sieht aus wie ein Bärenfell. Kann ich mal? Danke. Hübsch. Ja. Also, um so einen Bären ging es. Waren wir ja die ganze Zeit auf der falschen Fährte.